Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schaut mal, die Sonne scheint. Ich bin hier an meinem Rapsfeld und wir sind jetzt hier gerade dabei am Frühstück vorbereiten. Da oben will ich versuchen, meine Schuhe zu trocknen. Und dann wollen wir wandern. Dort ist der Papststein und dort wollen wir heute hinwandern. Und abends wollen wir eigentlich die Nacht am Königstein verbringen. Bleibt einfach dran! If you ever feel like you might need someone to remind you who still believes, don't forget I'm not so far from home. Don't forget I'm not so far from home. 'Cause when it's you, my heart feels it too. Das war jetzt meine Morgenroutine, wollte ich euch mal mitnehmen, den kompletten Morgen. Und wir wandern jetzt zum Papststein und zwar ist das genau dort. Und das ist ein wunderschöner Weg, schaut mal, immer am Rapsfeld entlang. Und da steht Wenner. Ich sag's ja, unser Weg führt uns die ganze Zeit hier am schönen Rapsfeld vorbei. Endlich mal Frühlingsstimmung. Hier auf dem Weg liegt jetzt ein Dammwildgehege, also direkt am Malerweg. Und ja, da kommen wir gleich zu den Tieren. Mal schauen, was es für Tiere gibt. Also ich kann der Aussicht nicht widerstehen. Ist es nicht ein Knaller? So schön hier. Irgendwie habe ich jetzt ein kleines Problem. Am Tiergehege fing es an mit Donnern ein, zweimal. Und seitdem geht Cassie nicht mehr in die Richtung, in die ich will, sondern nur noch Richtung Auto. Jetzt dachte ich, setz dich hin, gib ihr ein paar Leckerli, dann entspannt sie wieder. Hat sie auch kurze Zeit, dann hat sie wieder gedonnert. Jetzt ist sie wieder unentspannt. Und jetzt überlege ich, ob es Sinn macht, weil sie geht dann partout nicht und 33 Kilo kann ich nicht tragen. Ob wir jetzt unsere Pläne verwerfen und einfach was anderes machen, bin ich immer noch am Überlegen. Eigentlich müssten wir jetzt da lang und sie geht aber momentan nur noch in diese Richtung. Und das sieht dann so aus, dass sie sich einfach auf den Rücken legt. Ich zeige euch jetzt mal, was ich meine. Ich versuche mal, in meine Richtung mit ihr zu starten. So, komm. Komm. Nun komm. Seht ihr? Sie geht jetzt nicht in die Richtung. Aber wenn ich in ihre Richtung gehe, wo es ja zum sicheren Auto geht, da geht sie mit. Jemand Empfehlungen? Wir gehen hier lang. Hier ist doch unser Weg. Seht ihr das, wie bockig die ist? Bringt doch nichts. Ja gut, wir ändern die Pläne und gehen in diese schöne Richtung zurück. Vielleicht gibt es ja einen Tiertrainer unter euch. Also Cassie ist ein Hund, der generell vor allem Angst hat. Und sie bellt auch nur und geht auf Abwehr, wenn sie Angst hat vor Hunden, vor
ja, keine Ahnung, vor Menschen hat sie keine Angst. Sie bewacht halt das Auto und ja, dann ihre sturen Momente, wie jetzt eben, wo sie einfach nur Angst hat vor Donner, vor Knallen, vor wo sie in Sicherheit will. Und darum geht sie jetzt in die richtige Richtung für sich. Ja, sie geht jetzt auch schnurstracks, schnüffelt nicht links, schnüffelt nicht rechts. Einfach schnurstracks zum Auto ohne Pause. So, gleich hat sie es geschafft. Da ist es. Ich habe es unterwegs noch mal probiert in die andere Richtung, aber nichts zu wollen. Ha? Ja, nun ist sie zufrieden. Das Auto ist übrigens auch zu Hause ihr sicherster Platz. Es sei denn, sie kann auf dem Dachboden. Also Auto oder Dachboden bei Gewitter. Das sind ihre Zufluchtsorte. So, wir sind hier angekommen. Cassie sitzt noch im Auto. Ich hoffe, sie hat sich inzwischen beruhigt. Dort ist der Königstein zu sehen. Und hier ist der Lilienstein. Ich habe überlegt, jetzt mit der Fähre über die Elbe zu fahren und ein bisschen Richtung Lilienstein zu wandern. Der Tag ist jetzt angebrochen. Es soll auch noch regnen später. Ich würde jetzt einfach drauf loswandern. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir sind jetzt hier an der Fähre angekommen von Königstein. Da steht Cassie. Ich glaube, die hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Da oben seht ihr wunderbar den Königstein. Und wir setzen jetzt mit der Fähre einfach gerade rüber. Und da oben sieht man noch eine kleine Ecke. Wollen Richtung Lilienstein wandern. Mal sehen, ob wir es schaffen. So, wir sind jetzt schon übergesetzt mit der Fähre. Da oben seht ihr die Festung Königstein. Der Lilienstein ist von hier aus nicht zu sehen. Der ist hinter diesem Bergrücken. Und wir wandern jetzt mal los in diese Richtung. Wie die aussieht. Ihre Füße voller Matschepampe. Sie hat sie schon entdeckt. Mann, ihr habt ja saftiges Gras hier. Na du? Da guckt ihr, oder? Habt ihr noch nie einen Hund gesehen? Tschüss! Da hinten, ein kleines Stück um die Ecke, ist der Campingplatz. Hier geradezu steht Venner. Jetzt ist genau der Baum davor. Zeige ich euch gleich. Dann ist dort der Bahnhof. Dort hält auch die S-Bahn. Ja, Königstein halt. Ich finde, es ist ein schöner Ort. So auf dem Hang gebaut. Die Häuschen blicken alle auf die Elbe. Wenn man nicht aufpasst, jetzt geht die mit dem Geschirr baden. Das sollte eigentlich nicht passieren. Hier liegt ja bald genauso viel Müll wie in Asien. Voll eklig. Kriege ich gar nicht raus. Komm raus da! Na toll! Alles nass. Da drüben auf der anderen Seite ist jetzt der Campingplatz. Stehen sogar zwei Wohnwagen drauf.
Und ich war da vor Ewigkeit mal und sehe gerade, die haben jetzt da auch so eine Tonne, Campingtonnen oder Fässer. Na, was denkt ihr, was sieht sie? Hier wie in Albanien und zack hoch die Mauer. Nein. Die Natur ist so unglaublich stark, die holt sich sogar Erbautes zurück. Vor genau einem Jahr stand ich vor diesem Schild und dieser Absperrung dort hinten. Video verlinke ich mal hier oben. Die Bauzeit für den Weg hier beträgt schon 1,5 Jahre. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauern soll. Hier geht's hoch, die Treppen habe ich glatt verpasst. Auf dem Hinweg muss ich wieder ein paar Meter zurück. Es ist so warm, herrlich. Musste mich schon ausziehen. Dann wären wir mal hoch da. Hier an einer kleinen Hütte angekommen und hier haben wir schon einen kleinen Ausblick nach unten. Und dort hinten, dort ist der Pfaffenstein. Das Video verlinke ich euch mal hier oben in der Ecke. Da waren wir vor 2 Tagen. Ach, wie süß. Schaut mal. Da kann man hochklettern und da ist auch eine Gipfelbuchkassette. Doch gelacht, wenn ich, alter Klettertante, nicht hier hochgekommen wäre. Ja, kann ich mich auch eintragen. Schaut mal hinter mir, da ist er, der Lilienstein. Hier sieht man den besonders gut, oder? Aber ich schaffe es heute leider nicht mehr, bis nach oben zu gehen. Wie immer verlinke ich hier meine alten Videos, mein altes Lilienstein-Video, wo ich vor 2 Jahren oben war. Da könnt ihr dann sehen, wie es von oben aussieht. Wir sind wieder hier unten. Es ist echt schön hier in den Elbwiesen. Cassie genießt es auch total. We'll be right back.
Wer bist du? Cassie ist ganz begeistert von der Ente. Der ist ja hier schön. Das ist übrigens hier ein Privatbesitz. Der hat einfach hier an der Straße sein Gehege, so dass sich alle dran erfreuen können. Das nenne ich mal glückliche Hühner hier. So ein riesiges Gelände. So sieht der Garten aus, wo man Unkraut zupfen soll. Schaut mal, hier von hier aus sieht man noch mal richtig gut den Pfaffenstein, wo wir vor 2 Tagen waren. Das Video verlinke ich mal oben. Da war er doch richtig wolkig und neblig. Man hätte praktisch bis Königstein blicken können. Und vor allem bis zum Königstein, weil der ist ja hier oben gleich. Aber es sollte nicht sein, nun schauen wir uns von unten an. Ja, jetzt fahren wir wieder mit der Fähre auf die andere Seite zurück. Diese Seite heißt hier Halbe Stadt. Ist ja auch nur die halbe Stadt. Die andere halbe Stadt ist da drüben. Und das ist hier die Sonnenseite. Genau hier an dieser Stelle ist Cassie mal vor 2 oder 3 Jahren hier lang ins Wasser und hat die Strömung unterschätzt oder kennt sie ja auch nicht und ist dann abgetrieben. Aber ich konnte sie noch retten, ohne ins Wasser springen zu müssen. I see all. I am love. Okay. Übrigens hin und zurück 2,40 Euro gekostet. Ich bin jetzt hier an der Festung Königstein. Das ist die einzige Parkmöglichkeit. Und die Parkgebühren kosten 6 Euro. Alles klar. Da ist das Parkhaus, die einzige Parkmöglichkeit hier oben. Und da ist die Festung, sieht man kaum, hinter den Bäumen. Ich kann auch im Ort parken und dann hier mit so einer Bimmelbahn hochfahren, aber ich weiß gar nicht, ob die momentan fährt, weil die Festung hat ja auch zu.
was Interessantes für euch. Karawanenstellplatz gibt es hier auch 18 Euro am Tag. Ein Restaurant, hier war ich normalerweise, also bis vor 2 Jahren, jedes Jahr einmal essen mit Blick auf die Festung. Und hier zum Restaurant gibt es auch kostenlose Parkplätze. Eine Wurstbude gibt es natürlich auch. Das sind die Minigolfpreise von der Wurstbude. Und hier steht, was es so zum Essen gibt. Und jetzt gehen wir hier hoch hinauf. Da in dem Parkhaus, das ist so eine Ice Factory. Da kann man sich 3 verschiedene Basiseissorten auswählen und dann den Rest der Zutaten auch. Also entweder Obst, Gemüse oder so Süßkram, Brausepulver, Schokokrams oder so. Und dann mischen die das dann vor Ort gleich ganz frisch fertig. Und das schmeckt richtig lecker. Schaut euch doch mal das Bauwerk an. Herrlich, oder? Riesig! Wir gehen jetzt hier noch ein kleines Stück weiter. Und da gibt es noch eine schöne Aussicht über die Sächsische Schweiz. Leider können wir nicht zur anderen Seite gucken, weil es ist ja geschlossen. Also wir können nicht rein. Wir können nur die Aussicht in diese Richtung genießen. Das Video verlinke ich euch mal hier oben. Ach, schon mal hier. Muss ich nicht alles nochmal erzählen. Für diesen Blick bin ich jetzt hier hochgegangen. Da ist der Lilienstein übrigens. Und hier unten die Elbe, die schlängelt sich ja hier in einer Kurve, hier unten so lang nach Raden. Und dort hinten ist Pirna, da sieht man schon die Bauten. Sonne und Regen zur selben Zeit. Cassie hat schon gar keinen Bock mehr. Die denkt, es gewittert gleich wieder, aber man kann keinen Regenbogen entdecken. Dann nicht. Wir sind jedenfalls zurück am Parkhaus. Jetzt fahren wir zu unserem Stellplatz. Darf ich euch meinen Lieblingsstellplatz hier in Königstein vorstellen? Ich stehe direkt an der Elbe. Herrlich! Und hier seht ihr auch gleich die Festung nochmal. Ja, ich traue mich hier bloß nicht immer regelmäßig. Eine Nacht und dann bin ich wieder weg. Bis jetzt hat mich aber noch niemand angesprochen, dass ich hier stehe. Ich finde es zu schön. Und die erstmal steht schon da, wie erstarrt, schon 10 Minuten. Ich weiß nicht, was sie da sieht oder hört. Drüben übrigens ist auch ein Campingplatz. So naturbelassen, auch sehr idyllisch, aber dazu müsste man darüber kommen und dann müsste ich erst nach Bad Schandau oder Pirna fahren, aber hier stehe ich auch richtig gut. Wie genial das einfach ist. Ich liege hier und gucke aus dem Fenster, wie die Elbe fließt und hier genauso. Herrlich. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Wollt ihr weitere Videos sehen? Dann einfach Abo dalassen. Bis bald. Oh, schaut mal. Wie schön es aussieht da draußen. Der letzte Schein des Tages geht gleich unter.